So, dann starten wir mit der Pressekonferenz nach unserem Bundesligaspiel gegen Hannover 96. Ich darf die beiden Trainer hier auf dem Podium begrüßen und zunächst Thomas Doll um sein Statement zum Spiel bitten. Ja, Markus, Glückwunsch zum verdienten 3 Punkte. Ja, was soll man nach einem 1:5 sagen? Nach so einem Auftritt, saft- und kraftlosen Auftritt in der ersten Halbzeit, also ich bin ja schon lange Fußballtrainer und ich bin ja nicht nur Trainer, wenn die Sonne scheint, aber das, was wir da abgeliefert haben, das hatte mit Bundesliga nichts zu tun. Nach 20 Sekunden haben wir schon das erste Mal über den Ball gehauen und das hätte schon 1:0 stehen können. Also das sind Situationen, die einfach eine Bundesliga-Mannschaft, ein Bundesligaspieler, das darf nicht passieren, auch bei den Standardsituationen. Es gibt klare Zuordnungen. Und das ist so, Woche für Woche kommen solche Böcke zustande und das ärgert mich maßlos. Also ich bin ja wieder in die Bundesliga zurückgekommen und 0-3, 0-3, 0-3, 1-5, zwischendurch mal Nürnberg gewonnen. Also das ist, alle, die mit Hannover 96 zu tun haben gerade, das ist wirklich eine ganz, ganz schlechte Phase. Ja, Stuttgart hat das gut gemacht. Erste Halbzeit, wir haben dann umgestellt. Zweite Halbzeit kam dann ein bisschen besser ins Spiel rein. Stuttgart ein bisschen passiver gewesen. Aber unterm Strich ist das einfach viel zu wenig. Und ja, 500 Fans sind mitgereist, die uns unterstützt haben. Also ich bin ja auch schon lange im Geschäft, aber so einen Auftritt habe ich auch noch nicht gesehen. Und ja, deshalb ist es echt schwer, Worte zu finden. So. Jetzt versuchen, die nächsten Tage uns was einfallen zu lassen, weil die Tabelle sieht ja auch nicht so gut aus, aber was am schlimmsten war der Auftritt. Okay. Thomas Doll, vielen Dank. Markus Weinzierl, bitte. Ja, super wichtiger Sieg meiner Mannschaft heute. Ich glaube auch eine sehr, sehr gute erste Hälfte gespielt. Wir wollten von Anfang an hellwach sein und mutig sein und die Zuschauer mitnehmen. Es ist uns gelungen, dass du natürlich in der Halbzeitpause dann 3:0 führst. Das war sehr, sehr gut. Zweite Hälfte, klar, haben wir zwischenzeitlich den Anschlusstreffer bekommen. Da hat man gesehen, dass wir weniger Zugriff auch bekommen haben. Aber mit dem 4:1 war das Spiel dann für uns entschieden und mit dem 5:1 dann auch verdient in der Höhe. Ich glaube, dass wir über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft waren und hochverdiente 3 Punkte heute geholt haben. Dankeschön. Vielen Dank, Markus Weinzierl. Ihre Fragen an die Trainer bitte nach einem kurzen Handzeichen. Heiko Hinrichsen beginnt. Ja, Herr Weinzierl, ein Wort zu Ozan Kabak. 2 Tore gemacht, 2 wichtige Tore gemacht. Können Sie ein bisschen was über ihn sagen? Der hat ja doch einen guten Eindruck hinterlassen heute. Absolut, ja. Defensiv sehr stabil, sehr zweikampfstark. Er ist seine 18 Jahre sehr abgebrüht und offensiv torgefährlich. 2 gemacht, 1 vorbereitet. Note 1. Max Haupt. Herr Doll, mein Name ist Haupt von der Deutschen Presseagentur. Wenn Sie sich jetzt hier schon so schwer tun, um Worte zu ringen oder Worte, die richtigen Worte zu finden, hat Sie denn schon Gelegenheit, an die Mannschaft zu sprechen? Ja. Und welche Worte haben Sie da gewählt? Das erzähle ich Ihnen hier nicht. Also nochmal, das ist ja, ich setze mich ja jetzt nicht hier hin und philosophiere irgendwie über Fußball jetzt oder über dieses Spiel. Also ich denke, wir müssen alle jetzt erstmal uns sammeln und dann schauen nach so einem Grottenkick. Also ich denke, dass Sie Verständnis haben dafür, dass ich Ihnen jetzt nicht erzähle, was ich mit meiner Mannschaft besprochen habe. Das hätte ich aber auch nicht gemacht, wenn ich 5:1 gewonnen hätte. Jan Erhardt, Frankfurt Allgemeine Zeitung, Herr Weinzierl, angeschlossen die Frage an den Stuttgarter Kollegen. Wir haben einen zweiten Doppeltorschützen, Zuber, der auch jetzt sozusagen irgendwie Woche um Woche besser in die Mannschaft auch zu finden scheint. So ist jedenfalls mein Eindruck. Heute 2 Tore eben in dieser wichtigen Schlussphase nochmal gemacht. Wie bewerten Sie sein Spiel heute, aber auch die Entwicklung, die er genommen hat jetzt beim VfB? Erstmal war ich mit allen Spielern heute sehr zufrieden, natürlich auch mit den Torschützen und mit den Doppeltorschützen. Aber er macht es gut, er ist
sehr, sehr lernwillig, beziehungsweise passt sehr gut in die Mannschaft und hat die letzten Wochen schon Tore erzielt, heute zweifach getroffen. Ich glaube, er ist ein Spieler, der immer den Ball haben will, der defensiv alles gibt, sehr diszipliniert agiert und taktische Vorgaben sehr gut umsetzt. Darf so weitermachen. Benny Hoffmann hat noch eine Frage. Herr Weinzel, ganz einfach gefragt, wie geht es Ihnen heute beim Blick auf die Tabelle? Ist der Relegationsplatz, aber wichtig natürlich die 3 Punkte zu holen, auch mit 5 Toren und so überzeugend zu gewinnen, tut gut, auch die Tendenz stimmt. 2 Punkte auf Augsburg, 4 auf Schalke, wir sind in der Lage, es aus eigener Kraft zu schaffen und das gibt uns Zuversicht. So, Max Haupt nochmal. Waren alle Wechsel taktischer Natur oder gab es auch bei irgendjemandem gesundheitliche Gründe? Nein, es war wichtig, Christian Gentner zu bringen, um mehr Stabilität da reinzubekommen, auch ein Zielspiel zu haben bei langen Bällen. Das war wichtig in der Phase, weil das 3:2 hätten wir nicht gebraucht und ansonsten waren alle ausgepowert und deswegen haben wir dann gewechselt. So, dann scheinen alle Fragen gestellt zu sein. Wenn dem so ist, danke für den Besuch und wünschen den Gästen einen guten Nachhauseweg. Thank you.